Philipp Bankhauser, ärgerliche Heimniederlage nach Verlängerung. Wie ist euch zu Mut jetzt gerade so kurz nach Spielende? Ja, kurz nachher war es sicher schon frustrierend, so kurz nachher. Aber ja, wir schauen eigentlich schon weiter auf den Samstag. Also der Fokus ist schon gegen vorne gerichtet. Jetzt das Spiel heute, das ist ein typisches Wochentagsspiel gewesen, kann man schon fast sagen. In den ersten zwei Dritteln hat bei beiden Mannschaften nicht sehr viel zusammengepasst. Wir haben aber dann auf Seite von Wieler Ersing einen Rückstand aufholen und in eine Führung ummünzen. Warum hat man es am Schluss nicht ganz über die Ziellinie gebracht? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir haben eigentlich ein recht gutes drittes Drittel gespielt. Wir bekommen dann kurz vor Schluss noch ein Goal. Und dann war die Zeit auch knapp, um normal zu reagieren. Das ist sicher so. Und in der Verlängerung kann es auf beide Seiten kippen. Das weiss man. Das ist auch eine kleine Glückssache. Und von dem her, ja, ist es so jetzt. Und wir nehmen es zur Kenntnis und gehen weiter. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Wochenende stehen die nächsten zwei Spiele an. Was klar ist, man braucht jetzt einen Auswärtssieg, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Am besten wäre es, wenn man den gerade am Samstag holen kann, oder? Ja, absolut. Mit diesem Ziel gehen wir sicher auf Meienfeld. Und ja, schauen wir, den Sieg zurückzuholen und das Heimrecht zurückzuholen. Ja. Dann wünschen wir euch gute Erholung und viel Erfolg am Samstag. Merci vielmals.